Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Heute ist der 31.12., somit wird das hier das letzte Video für dieses Jahr werden, was wahrscheinlich aber auch erst ab 1. Januar hochgeladen wird. Ich bin auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof und es geht heute nach Frankreich. Ich werde Silvester wieder in Frankreich verbringen. Ja, und bin jetzt hier praktisch, ab noch eine Stunde muss ich noch warten auf den Zug. So, ich bin jetzt hier im Regionalzug nach Forbach. Ja. Hab noch ungefähr 20 Minuten und dann geht's los. So. Und dann. Nächster Stopp ist dann Frankreich. Bis dann. Tschüss. So, bonjour, bienvenue. Ich bin in Frankreich angekommen. So, ich bin in Forbach, habe jetzt auch im Hotel eingecheckt und jetzt gehe ich nochmal in den Matsch rein. Ist ein Supermarkt in Frankreich und da will ich mal noch gucken, ob es da noch was Schönes gibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich kenne das ja schon, war schon vor 2 Jahren hier gewesen, Silvester. Und ja, ansonsten melde ich mich einfach nachher. Dann. So, da war ich dann im Matsch dann noch einkaufen gewesen. Da drinnen durfte ich leider nicht filmen. Da wurde ich dann darauf hingewiesen, dass das Filmen in dem Laden verboten ist. Ja, muss man eigentlich auch respektieren und ja. So. Und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen durch Forbach. Das ist ein kleines Städtchen im Grenzgebiet zu Deutschland. Und ja. Oh, da werde ich jetzt, wie gesagt, gehen. Bis gleich. So. Dann zeige ich euch mal drehen und wenden. Da das Ibis Budget. Da ist das Hotel, ist auch nicht weit vom Bahnhof, sind so 5 bis 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Auch preiswert, eben halt die Preise wie die Ibis Budget in Deutschland. Also wenn ihr dann mal Lust und Laune habt, hier in der Grenzregion Frankreich-Deutschland mal zu verweilen, könnt ihr gerne in dieses Ibis Budget gehen. So, und dann hier nochmal ein bisschen noch Forbach, so ein bisschen schöne Wohngegend. Und dann gehe ich dann nochmal in die so Art Fußgängerzone, wo noch ein paar Geschäfte sind, aber die jetzt alle schon zu haben, weil ja, ist ja auch nur mehr als richtig. So, und dann. Gucken wir mal, wenn wir uns dann nochmal sehen. So, das ist jetzt hier die Ladenstraße so von Forbach, so ein bisschen. Und ja, ist jetzt aber leider alles zu. Und dann, ja, da steht noch der Weihnachtsbaum von Forbach. Ja. Und wie ihr alle seht, ist es hier noch weihnachtlich geschmückt und man lässt es ja auch bis zum 6. Januar. Und hier dann noch ein paar Geschäfte. Also, ja, das ist so ein bisschen das von Forbach. Und wenn ihr was sehen wollt, wenn ihr was Schönes finden sollte, dann werde ich euch das natürlich zeigen. So. Hier ist dann nochmal eine Kirche in der Innenstadt von Forbach. Ja. Wie die jetzt aber heißen tut und wer das ist, was das ist, kann ich euch leider jetzt hier nicht sagen. Aber vielleicht weiß es ja einer von euch und kann mir das einfach ins Kommentarfeld schreiben. So. Dann. Noch lecker zu essen und dann bis gleich. So,
das dann auch nochmal ein Stück. Hinten grüne flatternde Kreuz ist dann die Apotheke. Oder eine Apotheke, nicht die Apotheke, eine Apotheke. Ja. Ja, dann, wie habt ihr eigentlich Silvester verbracht? Habt ihr zu Hause in Ruhe? Seid ihr irgendwo hingegangen? Oder mit Freunden? Wie habt ihr Silvester verbracht? Würde mich mal vielleicht interessieren und der eine oder andere vielleicht ins Kommentarfeld mir schreiben würde. Würde ich mich freuen. So. Ich wollte immer noch mal gucken, ob ich hier eine Post finde. Weil ich wollte gerne noch eine Postkarte von hier verschicken. Aber irgendwie finde ich hier keine. So, dann bis gleich. So, gerade da oben noch entdeckt eine Burg oder was das ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber das sieht sehr hübsch aus. Leicht im kleinen Schnee. Sehr schön. War mein kleiner Spaziergang mit euch durch Forbach oder Forbach, wie der Franzose ja sagt. Ja, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen schauen, weil Wetter ist ja noch ganz schön. Und ja, und dann werde ich dann so langsam dann den Abend einläuten. Und dann sehen wir uns ja dann wieder um. Kurz vor 0 Uhr oder nach 0 Uhr, wenn es dann ins neue Jahr gegangen ist, dann will ich euch dann noch im Dunkeln noch ein bisschen zeigen und sehen. Alles klar. Bis nachher. Tschüss. So, es ist nach 0 Uhr. Happy New Year. Alles, alles Gute für 2015 hier auf meinem Kanal. Auch für euch, für alle anderen YouTuber und meinen Zuschauern wünsche ich ein gesundes neues Jahr. Viel Gesundheit und dass alle eure Wünsche in dem neuen Jahr in Erfüllung gehen mögen. Auf diesem Sinne, auf diesem Sinne trinke ich auf euch einen Schluck Sekt. Ja, auch in Frankreich in Grenznähe wird geknallt. Obwohl es in Frankreich ein Knallverbot gibt, aber in der Grenzregion macht man da wohl ein paar Ausnahmen. Ja, das war mein Video hier von Silvester 2014, 2015. Nochmals alles Gute für euch für 2015 und dann auf viele neue Videos hier bei mir auf meinem Kanal. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Olaf von Fahrlos Netzwelt.